So, ihr Lieben, es ist Samstag, 14 Uhr. Ja, und wer hätte das gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen mit You'll Never Talk Alone. Eigentlich haben wir geglaubt, ja, nach dem ersten Lockdown ist das Thema erledigt. Aber, ja, weil Samstags Kickerstag ist, naja, und eben kein Samstag ohne Kickers sein kann. Deswegen müssen wir halt hier und jetzt wieder ran mit You'll Never Talk Alone. Denn ihr wollt die Kickers sehen, ganz klarer Fall. Ja, und letzte Woche, da haben wir ja gegen FC Homburg gespielt, 5:0 gewonnen. Und das war sogar vorletzte Woche schon. Und letzte Woche haben wir 9:0 gewonnen gegen die U19. Das Spiel durften wir leider nicht übertragen. Ja, und jetzt fällt erstmals ein ja, Samstag sozusagen aus, ohne Kickers, und das kann natürlich nicht sein, deswegen sind wir zurück mit diesem Projekt You'll Never Talk Alone. Ja, und ich würde sagen, ich erzähle euch mal, was wir heute alles hier in der Sendung haben, denn wenn es etwas ruhiger um den OFC wird, dann heißt das nicht, dass es auf Biebershöhen nicht mehr gearbeitet wird. Ganz im Gegenteil, wir waren wieder sehr, sehr, sehr fleißig und auch erfolgreich. Vor allem unser toller Marketingleiter und Sponsorenakquisiteur Sebastian Kunkel. Er stellte einen echten Top-Partner vor, mehr dazu gleich. Ja, und natürlich war auch unsere Mannschaft fleißig. Wir haben uns dazu ein Update geholt vom Cheftrainer Angelo Balletta. Wird gleich hier in der Sendung mit dabei sein. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, mir san mit dem Radl da, zumindest unsere Mannschaft, die war mit dem Fahrrad unterwegs und Kickers TV war natürlich für euch mit dabei. Einige Facebooker unter euch, die haben vielleicht schon gesehen, dass der OFC in besonderer Form wieder hilft und das heißt ein tolles Weihnachtsfest beschert. Da werden wir gleich mal genauer drauf schauen. Ja, und unser OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzig, der hat nochmal alle gestellten und sogar auch alle nicht gestellten Fragen beantwortet, was denn die Zukunftsaussichten unserer Kickers angeht. Ja, und natürlich darf auch uns heute nicht unser Kickers-Maulwurf, der Schasch, fehlen. Wir sind gespannt, was er heute wieder so anstellt. Und das Highlight der heutigen Show soll die Live-Schaltung zu Fecinho werden. Wir versuchen ihn live, wie gewohnt, über Skype in die Sendung zuzuschalten. Kommen wir aber jetzt zum ersten Thema. In diesen Zeiten neue Partner zu gewinnen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Nicht so für den OFC, wenn man auf richtig tolle Freunde zugehen kann. Die Plutos Vermögensverwaltung steht trotz dieser schwierigen Zeiten nicht nur absolut blendend an der Börse da, nein, sie steht auch ganz klar hinter dem OFC. Seht einfach selbst. Wir glauben, dass es gerade jetzt wichtig ist, wenn man die Möglichkeit hat, da zu unterstützen und zu helfen und nicht umsonst, heißt es ja immer, zusammen schaffen wir es und das gilt auch in der Zeit. Die Plutos Vermögensverwaltung gibt es seit 26 Jahren. Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter und betreuen das Geld unserer Kunden, verwalten es am Aktienmarkt und bieten unabhängige Finanzierungen an. Ich glaube, ich bin schon so lange hier, da war ich irgendwie so schon mit dem Opa hier oben gewesen, als kleiner Junge. Und ja gut, man kann sein Fußballherz nur einmal verschenken, das ist immer beim OFC geblieben. Und deswegen bin ich so oft es geht hier oben. Das ist der Ausgleich. Und habe ich zu viel versprochen? Das ist mal ein richtig geiles Unternehmen. Danke an die Jungs und Mädels von der Plutos Vermögensverwaltung. Ganz anderes Thema. Jetzt wollen wir es aber wissen. Wie geht es unseren Jungs? Was machen sie denn so im Halblockdown? Angelo Balletta hat es uns verraten und wir hören mal rein. Ja, ist aktuell, bin ich sehr zufrieden, wie die Jungs mitziehen. Das ist natürlich schon eine sehr unsichere Situation für uns alle. Wir hoffen immer drauf, dass es weitergeht. Jetzt haben sie uns vertröstet. Erst 1. Dezember, dann 5. Dezember. Jetzt steht im Raum der 12. Dezember. Wir versuchen das Beste zu machen. Die Jungs sind top motiviert. Die ziehen gut mit. Ja, und sind gewohnt, ja, wie beim ersten Lockdown, wo wir etwas reduzierter das Ganze angegangen sind. Und da sind wir jetzt, ich bin sehr zufrieden, wie die Truppe darauf reagiert, wie motiviert sie diese neuen Trainingsmethoden jetzt wieder angeht. Und ja, und wir hoffen natürlich tagtäglich, dass das Ergebnis kommt, dass wir dann am 12. Dezember wieder starten können.
Ja, soweit erstmal unser Cheftrainer, da habt ihr es gehört. Also die Mannschaft zieht gut mit und ganz bald geht es dann weiter, auch so wie richtig wieder mit dem Ball. Und dann werden wir natürlich wieder für euch live senden. Ja, und jetzt heißt es, wir wollen die Kickers sehen, wir wollen die Kickers sehen. Ja, und sie waren mit dem Radl da. Währenddessen machen die anderen drinnen Live-Genetik. Dann wird gewechselt und dann ist der Tag auch schon vorbei. Unsere Jungs geben nicht nur alles auf den Platz, nee, nee, sie machen auch im Sattel eine richtig gute Figur, oder? Ja, der OFC hat viele Freunde und er hat auch gerade in diesem Jahr wieder sehr, sehr viel Unterstützung erfahren. Aber unsere Kickers nimmt nicht nur, nein, sie gibt auch auf beeindruckende Art. Auch in diesem Jahr sorgt der OFC, was sage ich, sorgt ihr wieder für fröhliche Weihnachten. Und das ist dazu unser Bericht. Die Offenbacher Kickers haben in den letzten Jahren viel Zuwendungen von den Fans und von Offenbach selbst erfahren und möchten ein Stück zurückgeben. Und daher kam 2017 die Idee, den Sozialclaim OFC Hilft zu gründen und darunter sämtliche Sozialprojekte zu vereinigen. Eine Aktion, die wir gemeinsam mit OFC Hilft ins Leben gerufen haben. Und die Idee kam auch letztes Jahr von OFC Hilft. Die sind... Frau Chalupa ist an uns herangetreten, ob wir da eben Partner sein möchten. Und das hat uns letztes Jahr großen Spaß gemacht, auch daran uns zu beteiligen. Ja, und aus diesem Grund hoffen wir, dass das eben dieses Jahr vielleicht noch ein klein Ticken größer wird und ein klein Ticken erfolgreicher als im vergangenen Jahr. Das wünschen wir uns sehr. Ich bin einfach total happy, dass das wieder zustande kommen kann, weil letztes Jahr, das war so... Eine der schönsten Weihnachten, die ich erleben durfte. Und ich habe mich so gefreut, wie die Kickers gesagt haben, nee, das machen wir wieder, dafür sind wir da. Und gerade jetzt in dieser Zeit brauchen die Menschen das. Und halt mit dem schönen Kleine, was hier jetzt kommt, wird was ganz Wundervolles draus. Momentan wollen wir der Tafel helfen, weil gerade jetzt zu Corona-Zeiten die Lager leer sind. Durch ständige Hamsterkäufe kommt nichts nach. Dann die Senioren sind noch hilfebedürftiger als sonst, weil eben durch die teuren Lebensmittel kein Geld mehr für anderes übrig ist. Und natürlich sammeln wir auch wieder Geschenke für Kinder aus Familien, wo einfach kein Geld für Geschenke da ist. Also wir wollen praktisch an allen Seiten helfen, wo es geht, damit die hilfebedürftigen Menschen etwas zu essen haben, ein paar Geschenke für die Kinder und das Nötigste, was ein Senior eigentlich schon im Hausstand haben sollte, wie Wasserkocher, Bettdecke, Bettwäsche, einfach so Sachen, die eigentlich von uns jeder zu Hause hat und wo einfach kein Geld dafür da ist. Da bleibt halt kein Auge trocken, wenn man genau auf Heiligabend die Menschen sieht, die dann schönes Weihnachtsessen bekommen. Und ob es Bettwäsche ist, zum Beispiel, ich habe eine Dame, die sagt zu mir, Frau Spahr, ich habe die Bettwäsche, die ist schon 20 Jahre alt, die ist irgendwann mal abgewaschen.
Da freut die sich über Bettwäschma. Die Anne freut sich über Kuscheldeck. Der Herr hat sich gefreut über einen Rasierer. Dass er sowas, er sagte noch, sowas Wertvolles habe ich noch nie besessen. Was für jemand anders, der normal ist, wenn er es daheim hat. Unsere Senioren haben das nicht. Und das wertet halt auch so auf, dass jemand da ist, der an die denkt. Und da bin ich froh, dass diese Aktion halt wieder starten kann. Gerade zu Corona, die werden gesehen. Also dass unsere Senioren, auch wenn es denen nicht so gut geht, ihr seht sie alle. Und das ist das Schöne, dass es Gott sei Dank geklappt hat, dass es wieder funktionieren kann. Und es funktioniert so. An diesem Baum hängen ja verschiedene Kärtchen. Und auf diesen Kärtchen stehen Wünsche von Senioren. So, und hier steht immer der Geldwert dieses Geschenks. Und man nimmt jetzt dieses Kärtchen, man sucht sich also eins aus, nimmt sich dieses Kärtchen, geht hier zur Thalia an die Kasse, bezahlt den Geldwert und am Ende der Aktion tauschen wir das Geld praktisch in die Wünsche um und machen die Senioren glücklich. Es gibt Wünsche ab 5 Euro bis 50 Euro, also ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Das Einzigartige daran ist, dass wir einfach den hilfebedürftigen Menschen helfen können. Als Gemeinschaft hier vom Center aus mit Thalia zusammen und auch mit der, dass wir die Offenbacher Tafel unterstützen. Das ist für uns sehr wichtig, als Gemeinschaft an die Hilfebedürftigen heranzutreten. Der OFC hat es letztes Jahr geschafft, insgesamt mit seinen ganzen Sozialaktionen für die Tafel Geschenke, Lebensmittel und auch Sachen für die Senioren zu sammeln im Wert von rund 10.000 Euro. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, eine Wahnsinnssumme, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und das haben wir nur den Fans und auch den ganzen Offenbachern hier zu verdanken, die sich da beteiligt haben. Und wir hoffen, dass wir natürlich in diesem Jahr ähnliche Ergebnisse erzielen können. Absolut beeindruckend, was ihr da jedes Jahr abliefert. Danke allen Unterstützern. Ein ganz herzliches Dankeschön. Allen voran auch Yvonne Chalupa, die das seit Jahren ehrenamtlich unglaublich liebevoll betreut und wirklich hier mit euch gemeinsam eine tolle Aktion auf die Beine gestellt hat. So, und jetzt wollen wir natürlich mal hören, wie es mit unseren Kickers weitergeht. Dazu habe ich mich mit unserem OFC-Geschäftsführer getroffen und spitzt die Lauscher. Seid gespannt, hier die Infos für euch aus allererster Hand. Ja, Thomas Subotzig, der OFC-Geschäftsführer, der steht uns nochmal Rede und Antwort. Und das ist ja jetzt auch wieder eine besondere Situation. Wir haben den ersten Lockdown schon gehabt. Jetzt haben wir so was Halbes und doch nichts Ganzes. Wie steht der OFC momentan da? Was kann überhaupt gemacht werden? Ja, wir haben die Station, dass eben dann in der Regionalliga Südwest die Lage jetzt nicht flächendeckend gleich ist. Wir haben in drei Bundesländern, also im Saarland, in Baden-Württemberg und in Hessen ganz klare Verhältnisse und einfach die Erlaubnis zum Trainieren und zum Spielen. Also wir könnten quasi loslegen. In Rheinland-Pfalz ist die Lage wohl noch nicht dem angeglichen. Dort haben wir die Besonderheit, dass selbst dort eben zwei Vereine aktuell mit Sondergenehmigung trainieren dürfen und wohl auch dann spielen dürften, wenn jetzt ein Spieltag angelegt worden wäre und zwei eben nicht mit Rot-Weiß Koblenz und Schott-Mainz. So, daran hängt es jetzt wohl und der Verband hat ja das in der vergangenen Woche dann auch so begründet, dass man jetzt weiterhin wartet auf eine Entscheidung aus Rheinland-Pfalz beziehungsweise dann auf die Konferenz der Minister mit Frau Merkel am 25. verwiesen. Aber im Grunde sind ja schon Fakten geschaffen, wenn Pirmasens trainieren darf und Mainz 05 auch, das sind ja Rheinland-Pfälzer, dann ist, sag ich mal, ist doch ein Fakt geschaffen. Ja, das ist aber, wie gesagt, mit Sondergenehmigung und ist, wie gesagt, nur bezogen eben dann auf Pirmasens und auf Mainz 2. In Mainz, also Schott-Mainz, eben hat keine Genehmigung, genauso wie Rot-Weiß Koblenz. Ich glaube, dass es einfach ein Zustand ist, der für alle Beteiligten unbefriedigend ist. Ich kann mir das eben nur so erklären, dass vielleicht im Ministerium
von Rheinland-Pfalz aktuell noch einfach andere Dinge eine höhere Priorität haben, dass man sich damit im Einzelnen noch nicht beschäftigt hat. Ich gehe mal davon aus, dass man dort auch bald eine flächendeckende Entscheidung treffen wird. Und ja, es würde mich schon überraschen, wenn Rheinland-Pfalz dort das völlig anders sieht wie die anderen Bundesländer. Unsere Position ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Wir wollen spielen, ganz klar. Sehen uns natürlich als Profis, sind ein Profiteam. Jetzt sieht es ja gar nicht so aus politisch, dass jetzt große Entlastungen anstehen. Oder sind wir trotzdem hoffnungsfroh? Gibt es eine Möglichkeit, dass vielleicht doch wieder jetzt tatsächlich gespielt werden darf? Ja, wir dürfen ja aktuell spielen und trainieren. Wie gesagt, aktuell dürfen halt 2 von 22 Vereinen der Regionalliga Südwest noch nicht trainieren und nicht spielen. Fakt ist, dass wir das jetzt nicht nur so exklusiv sehen, sondern der DFB oder auch die DFL haben in der vergangenen Woche nochmal ein Schreiben aufgesetzt und den Vereinen zur Verfügung gestellt für die Gespräche einfach mit den zuständigen Behörden, dass eben auch unterhalb der dritten Liga es sich bei den Regionalligen um Berufsfußball handelt. Das wurde dann auch rechtlich begründet. Es wurden Argumentationsketten, rechtliche Argumentationen den Vereinen an die Hand gegeben, auch dem Verband, so dass das jetzt nicht unsere exklusive Meinung ist. Wir wollen natürlich unserer Arbeit nachgehen, sind auch logischerweise in der Pflicht, unseren Fans, Partnern und auch den Mitarbeitern gegenüber und wollen letztendlich da weitermachen. Letzte Woche gab es ja eine Telco mit allen Vereinen der Regionalliga Südwest und eben dann dem Regionalligaverband, und dort wurde erstmalig zu unserer Freude vom Verband nochmal allen Beteiligten klar gemacht, es geht nicht um Wollen oder es geht auch nicht um Können, sondern der Verband ist dafür verpflichtet, den Spielbetrieb durchzuführen, sofern der vertretbar ist. So, und das höchste Gut steht die ordnungsgemäße Durchführung des Spielbetriebes. Dafür ist ein Fußballverband da und muss alles daran setzen, diesen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ja, das heißt, das ist zwar gut und schön, wenn jetzt der eine oder andere sich dann äußert, was er dann gerne hätte. Natürlich möchten wir auch mit Zuschauern spielen. Nur in der aktuellen Lage, glaube ich, ist das nicht sehr realistisch. Deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass zumindest mal in der jetzt jüngsten Zeit, in der nächsten Zeit, wir erstmal mit Geisterspielen zurechtkommen müssen. Aber wenn man darauf bestehen würde, man spielt nur mit Zuschauern, ja, dann glaube ich, wird sich so ein Spielbetrieb nicht aufrechterhalten. Und auch das hat der Verband ausgeführt, also nochmal, das ist nicht unsere exklusive Meinung, sondern es ist nirgendwo in der Spielordnung verankert, dass nur dann gespielt wird, wenn Zuschauer zugelassen werden. Insofern ist der Verein einfach verpflichtet, das dann auch zu machen. Dass die Gesundheit natürlich an oberster Stelle steht, ist klar, ist ja auch unsere Meinung. Aber ja, dass sich beim Fußball überhaupt jemand ansteckt, ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Das ist so. Also wir müssen uns da auf die Experten verlassen. Es gibt ja Leute, die sich tagtäglich mit dieser Thematik beschäftigen. Und es wurde bereits sehr früh eine Studie in Auftrag gegeben. Es gibt eine medizinische Kommission unter der Leitung des Vorsitzenden, Professor Dr. Tim Meyer heißt er, glaube ich. Das ist der Vorsitzende dieser Kommission beim DFB und auch der UEFA. Und da wurden, glaube ich, 8000 Spieler weltweit ausgewertet. Und aufgrund dieser Studie eben darf ja Fußball gespielt werden, denn Fußball ist dann anders als jetzt doch gedacht, nicht dieser klassische Kontaktsport. Also diese Kontaktzeiten sind ja wirklich sehr überschaubar im Fußball, sodass ein Ansteckungsrisiko ja fast nur im theoretischen Bereich besteht. Ne? Und von daher darf ja auch Fußball gespielt werden. Und deshalb dürfen wir auch trainieren, weil man mittlerweile dann schon doch mehr weiß, wie das vielleicht noch im März der Fall gewesen ist. Ja, ich habe deswegen gefragt, weil es hieß ja auch so ein bisschen vorwurfsvoll Richtung Offenbach, wie kann man denn das jetzt machen bei dem Infektionsrisiko?
Ja, nochmal, also ich behaupte nicht, dass ich selber da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, was das anbetrifft, sondern da gibt es eben an andere Stellen. Ja, es gibt ja Behörden, es gibt ja eben dann diese medizinische Kommission und auf Basis dieser Daten, ja, das sind ja wissenschaftliche Daten, darf letztendlich dann auch Sport ausgeübt werden unter freiem Himmel, ja. Selbst in Hallen ist es ja teilweise möglich, weil man eben diese Erkenntnisse hat, dass es eben nicht beim Spielen passiert, sondern man muss einfach gute Hygienekonzepte haben, Hygienekonzepte außerhalb des Platzes haben. Und ich glaube, dass wir bei uns auch das schon ja, nachgewiesen haben. Wie du weißt, Lars, wir hatten ziemlich früh dann auch einen positiven Fall bei uns in der Mannschaft. Da haben wir durch dieses Hygienekonzept auch gewährleisten können, dass es keine weiteren Ansteckungen dann auch gab. Also von daher, wir haben schon einen gewissen Erfahrungsfortschatz, wir können damit umgehen. Wir müssen auch damit umgehen können, ja. Denn auch das ist nicht unsere exklusive Meinung, sondern sagen die Experten, es wird ja nicht morgen und nicht übermorgen dann vorbei sein. Das heißt, wir müssen auch damit auch uns leben, arrangieren und leben. Uns da eben dann auf Experten verlassen müssen und ja, was wir dann selber draus machen, das liegt natürlich auch an uns, wie ernsthaft wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, aber das tun wir. Jetzt haben wir trotzdem eine besondere Situation, auch im Trainingsbetrieb. Man kann nicht sagen, es geht einfach nur so weiter. Natürlich nicht. Also wir haben die Situation oder sagen wir mal den Trainingsbetrieb den Begebenheiten angepasst und trainieren im reduzierten Rahmen. Trotzdem müssen wir Stand jetzt davon ausgehen, eben, dass es am 12. Dezember weitergeht. Demnach wird eine gewisse Fitness wichtig sein, auch jetzt aus Schutz vor Verletzungen und generell um einfach dann bereit zu sein, wenn es dann weitergeht. Insofern können wir jetzt so nicht sagen, komm, wir schicken jetzt alle nach Hause, sondern sind auch da in der Verantwortung, damit dann auch so umzugehen, dass wir vorbereitet sind, wenn es weitergeht. Jetzt hast du gesagt, einerseits ein bisschen reduzierter Trainingsbetrieb, auf der anderen Seite hat man ja jetzt auch schon ein schönes Testspiel gegen Homburg. Kann es sein, dass wir Ähnliches noch mal sehen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen? Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als jetzt wirklich auch jeden Tag die Situation neu zu bewerten und dann darauf zu reagieren. Und wir erwarten uns schon oder erhoffen uns schon dann auch jetzt schnellstmögliche Klarheit. Wir haben schon jetzt auch Hinweise erhalten, dass eben dann auch auf der Verbandsebene Anstrengungen unternommen werden, einfach mit dem Ministerium in Rheinland-Pfalz in Kontakt zu treten, um da einfach eine Gleichstellung herzustellen, damit wir dann endlich weiterspielen dürfen. Das sind doch eigentlich positive Signale, die du doch so eben aufgezählt hast. Das heißt, du gehst davon aus, es wird jetzt definitiv dann weitergespielt im Mitte Dezember. Ich gehe davon aus, aber nochmal, das ist alles dynamisch und ich kann das nicht mit Sicherheit sagen. Nur es ist einfach für mich so mal gesunder Menschenverstand irgendwo, wenn jetzt nochmal 20 von 22 Vereinen trainieren und spielen dürfen, dann erscheint das mir jetzt erstmal so jetzt, sag mal, bauernschlau gesagt, nicht logisch, dass das bei den zwei anders ist, zumal auch noch im gleichen Bundesland das unterschiedlich gehandhabt wird, ne, und oder in der gleichen Stadt teilweise, ja. Von daher glaube ich schon, wenn man Zeit findet im Ministerium in Rheinland-Pfalz, dann wird eine einheitliche Regelung gefunden. Also alles andere wäre ja nicht nachzuvollziehen. Du hast ja eigentlich eine interessante Argumentation da auch nochmal gehabt, denn du sagst, wenn das am Ende wirklich am politischen läge, dann sollen doch besser die beiden Vereine die Nachholspiele bestreiten, als dass die ganze Liga komplett hinterherhinkt. Könnte das auch so ausgehen? Müsste nach meiner Meinung nach so sein, denn wie vom Verband eben dann auch erläutert, ist der Verband dafür verpflichtet, einfach den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und ordnungsmäßig dann auch zu Ende zu führen. Und stellt sich natürlich schon irgendwann mal dann die Terminfrage. Momentan gibt es da noch keine Engpässe. Wir haben das mal durchgerechnet. Wir haben bis zum Ende der Saison also weitaus mehr als 20 mögliche Nachholtermine noch im Kalender.
sodass da jetzt noch keine große Terminnot herrscht. Nur irgendwann wird es natürlich eng, wenn man jetzt Spieltage ausfallen lässt ohne große Not. Von daher würde ich das eher für verhältnismäßig halten, wenn man sagt, so jetzt, wenn es jetzt zwei oder vielleicht auch nur so ein Verein ist, dass diese Verein dann einfach diese 3, 4, 5 Spiele dann eben dann nachholt, wenn es dann möglich ist, ja, wenn es dann irgendwo noch jetzt politisch hakt, ja. Also wir haben auch großes Verständnis, dass es natürlich jetzt auch momentan wichtigere Dinge gibt, wie den Regionalliga-Fußball. Deshalb können wir jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt auf politischer Ebene dann jetzt sofort dann auch gleich entschieden wird. Deshalb gibt es aber dann letztendlich auch Verantwortliche in den Verbänden, die das einfach dann auch anders regeln können. Ja, jetzt seid ihr also rundum informiert. Danke, Thomas Sobotzig. Denken und hoffen wir, dass es so kommt, wie es hier gesagt und prophezeit hat. Ja, anderes Thema. Es freut uns natürlich, dass die Sendungen so gut ankommen, obwohl gar kein Ball rollt. Wir geben alles, seid einfach mit dabei und ja, entrichtet euren Unterstützungsbeitrag an die Offenbacher Kickers. Ihr wisst, der OFC legt vor mit Fanradio und Kickers TV und ihr zieht nach und so geht's, dass wir das gemeinsam gestalten können. Also meine eindringliche Bitte, 40 Euro braucht's. Wem das auf einen Schlag zu viel ist, geht auch 2x 20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Und auch dazu haben wir einen kleinen Clip für euch. OFC Fanradio und Kickers TV ist der vereinseigene Sender der Offenbacher Kickers. Erhalte dir das immer schnellste Medium rund um deine Kickers mit deinem persönlichen Unterstützungsbeitrag. Denn schneller als live geht nun mal nicht. Jawohl, seid dabei, vielen Dank und Deckel drauf. Ja, und wir werden immer wieder gefragt, wo ist eigentlich der Schasch? Was treibt denn der so im Halblockdown? Naja, und zuletzt hat er ja mächtig in den Abgrund geschaut. Könnt ihr euch noch erinnern? Nee? Nicht? Naja, gut, dann hier nochmal ein kleines Update. Gut, ihr Leute, als OFC-Fan hat man ja schon so einiges erlebt, gell? Wir haben schon oft in den Abgrund geguckt. Und genau das mache ich jetzt. Ich gucke in den Abgrund, und zwar in einen ganz besonderen Abgrund. Und über den ganz besonderen Abgrund kommt jetzt die ganz besondere Deckung. Hallo Peter, du hast uns ja heute was super Tolles mitgebracht. Was ist denn das? Ja, das ist der sogenannte Kickersdeckel, der bei mir vor dem Haus seinen Platz hatte. Aha, und jetzt schenkst du den OFC? Ja, jetzt bekommt er noch einen viel schöneren Platz als bei mir vor dem Haus. Und Jörg, das war wohl deine Idee, oder? Naja, wie immer, das ist einfach, Schorsch, das ist ein Stück Teamwork gewesen. Der Peter hat die Idee gehabt, hat angerufen, hat gesagt, guck mal, ich hab hier was. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das Ding muss nach Hause, das Stück bringt wieder ein Stück Patina an den Biberer Berg und so soll es eben auch sein. Finde ich super, finde ich total. Und Andreas, was sagst du zu dem Deckel da? Super tolle Aktion, also auch ganz herzlichen Dank nochmal. Ich glaube, das passt hier oben wunderbar hin. Gerade jetzt nach 50 Jahren DFB-Pokalsieg ist das, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz tolles Stück Offenbach und Kickers-Geschichte vor allem. Ja, stimmt, das passt. Und jetzt Petra, jetzt darfst du nochmal richtig, richtig zupacken. Oder soll ich das mit dir zusammen machen? Ja, probieren wir es doch mal. Okay, wir ziehen jetzt mal und schaffen das. Achtung, bei 3. Ich zähle mal bis 3. 1. Bist du soweit? Ja. 2. Bist du immer noch soweit? Ja. Okay. 3. Yeah. Okay, wir zwei Schwächlinge bekommen das wohl nicht hin. Ja, und deswegen haben wir uns den Jost, einen von unseren Greenkeeper, geholt. Ja, der hat sich das angeguckt und dann ging das zack, zack, zack und der Deckel war drin. Ja, und dann hatte Peter noch so ein paar ganz besondere Schrauben dabei gehabt, damit der Deckel keine Fies kriegt, gell? Ja, und die hat auch die Jost festgeschraubt. So, jetzt bleibt der immer und ewig hier auf Biberer Bersch. Ay, und es hat gerade 2 Minuten gedauert und da waren auch schon die ersten Gäste da, die den Deckel bestaunt haben.
Ei, 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 der Schorsch, da war er wieder, ja, am Hebel im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat er sich wieder gut in Szene gesetzt. Wir sind gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ja, jetzt aber zu unserem Stargast. Wir sind gespannt, ob die Schalte funktioniert. Ja, und wenn alles klappt, dann müsste ich jetzt mit unserem Top-Stürmer, ja, mit Matthias, Matze, Fetschi, Fetscher, Fetschinho müsste ich verbunden sein. Da bin ich gespannt. Ist er da? Ich bin da. Also ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja, wunderbar. Siehst super. Sehr gut aus. Ja, was machst du so? Was treibst du am Samstagmittag? Da bist du ja normalerweise immer auf dem Feld unterwegs. Da wirbelst du. Ein bisschen traurig oder ein bisschen glücklich, dass du mal einen Samstag hast? Denn das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich eher traurig, weil ich natürlich am liebsten wieder die Wochenenden wieder spielen würde und jetzt nicht ja die Wochenende frei habe. Von daher bin ich eher traurig, weil ich einfach auf dem Platz stehen möchte mit der Mannschaft und jetzt nicht zu Hause auf der Couch sitze. Überhaupt muss man sagen, ist das ja eine komische Situation. Wir haben auch geglaubt, dass der Lockdown damals, als wir diese Sendung erfunden haben, You'll Never Talk Alone, dass das eine einmalige Geschichte ist, haben damals 17 Sendungen machen müssen, also 17 Wochen lang. Und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal ran, denn eines musst du wissen, der Kickers-Fan kann nicht ohne Kickers. Und wenn Samstag ist, dann muss halt auch Kickers her. So muss es sein. Ja, ja. Also lass uns ein bisschen plaudern. Wie sieht's aus? Ja, könnt ihr jetzt auch nur so nicht das volle Programm abspielen, ist ein bisschen reduziert trainiert. Gestern oder vorgestern zum Beispiel war ich bei euch, da habe ich gesehen, da habt ihr dolle Geschichten gemacht. Erzähl mal. Ja, da haben wir in zwei Gruppen trainiert, um einfach mal ein bisschen was anderes zu machen, als jetzt nur auf dem Platz Fußball zu spielen. Die eine Gruppe war mit den Mountainbikes ein bisschen im Wald unterwegs und die andere Gruppe hat mit unserem Torwarttrainer, mit dem René, ja, so Live-Kinetik gemacht, wie man das nennt. Ja, war eine lustige Sache. Ich glaube, dass auch der Zweck erfüllt wurde, den der Trainer da setzen wollte, dass wir einfach auch Spaß haben, lachen und einfach mal ja was anderes machen als nur Fußball. Von daher war das mal so zur Abwechslung ganz lustig. Ja, Live-Kinetik, das ist so ein Ding, das ist ja das Steckenpferd vom René Keffel. Wir haben das mal im Rahmen eines Trainingslagers machen dürfen, da waren wir so 40, 50 Fans dabei. Das war, naja, kunterbunt, die Bällchen und so, die lagen mehr am Boden, als dass wir sie in der Hand oder geschweige denn gefangen haben. Wie hat es denn bei dir geklappt? Ja, manche Sachen, muss man sagen, die sind ganz einfach, das geht, aber es gibt trotzdem ja extrem schwere Aufgaben, wo man wirklich viel nachdenken muss und die Zeit, die hat man ja eben nicht, da soll man ja natürlich schnellstmöglich reagieren und ja, da passieren einfach Dinge in der Gruppe, die sind, ja, da muss man einfach nur lachen, von daher war es, wie gesagt, eine lustige Sache und ja, mal gucken, kann man vielleicht ab und zu mal mit einspulen oder mit einführen ins Training. Aber ich weiß jetzt nicht, ob René da oft Lust hat, mit uns sowas zu machen, wie das auch gelaufen ist. Ja, der hat sich da richtig professionalisiert sozusagen, gibt ja da auch Seminare über den OFC hinaus. Als du 12, 13 bei uns warst, gab es da auch schon solche Ansätze, Live-Kinetik? Ganz selten. Also ich weiß, dass René das damals auch schon ein bisschen gemacht hat. Aber jetzt in diesem Jahr haben wir das eigentlich ganz wenig gemacht. Ich habe jetzt auch gerade vorgestern mit René darüber gesprochen, dass er in dem Jahr danach, also nachdem ich weg war, das sehr, sehr oft mit der Mannschaft gemacht hat. Aber jetzt in dem Jahr, wo ich schon da war, haben wir das eigentlich ganz, ganz selten gemacht. Jetzt haben wir eben im Beitrag auch schon gehört, Thomas Sobotzik, der ist eigentlich recht hoffnungsfroh, dass es tatsächlich dann jetzt endlich zum 12., 13. Dezember wieder losgehen kann und soll. Ich denke, das ist auch für euch eine blöde Situation, aber ja, der Trainer hat euch sehr gelobt, ihr lasst euch nicht hängen, zieht richtig mit und in diesem bunten, ja, ich sag mal Alternativprogramm, ja, es ist mal eine Abwechslung, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wirklich ein ganz großes Lob an die Mannschaft, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht. Wir sind da voll im Training, wir lassen da auch kein bisschen nach im Training. Die Qualität stimmt, wir trainieren jeden Tag, wir geben immer Vollgas, um uns eben auf diesen Tag vorzubereiten, an dem es dann weitergeht. Und wir hoffen alle, dass es dann auch wirklich im Dezember noch weitergeht und wir da dann hoffentlich in diesem Kalenderjahr noch ein paar Spiele machen können.
Ja, weil du eben die Mannschaft angesprochen hast. Ja, die Mannschaft lässt sich nicht hängen. Die Mannschaft scheint richtig gut intakt zu sein. Und sie hat dich ja ganz offensichtlich richtig gut aufgenommen. Denn ja, ich will nicht sagen, dass du jetzt unbedingt alleine das Herzstück bist, aber zumindest deine vielen Treffer lassen erahnen, du bist gut aufgenommen worden. Ja, zu 100%. Also ich meine jetzt, klar sind meine Erfahrungen etwas leichter, sich dann in der neuen Mannschaft wohlzufühlen oder sich zu integrieren. Aber ja, die Mannschaft selber trägt dann natürlich einen riesen Beitrag dazu bei. Und wie du selber gerade gesagt hast, haben sie es mir extrem einfach gemacht. Die Jungs sind super, sowohl auf dem Platz als auch abseits des Platzes. Gute Fußballer, aber auch richtig gute Charaktere. Und ja, jetzt nicht nur bei mir, ich glaube, das ging vielen anderen so. Jetzt gerade im Sommer sind ja viele neue Spieler gekommen. Man merkt einfach auf dem Platz, ob es im Training ist oder auch bei den Spielen, dass es auf dem Platz einfach richtig gut funktioniert. Und ja, dass wir aber noch einen langen Weg zu gehen haben. Aber wir sind auf dem richtigen Weg und müssen uns da einfach jeden Tag und jede Woche immer weiterentwickeln. Du bist ja aus Halle zurück zum OFC gekommen, dann sozusagen über mehrere Stationen, dritte Liga. Wie weit sind wir denn entfernt, wenn man jetzt sieht, dass Saarbrücken aufgestiegen ist und jetzt wieder ganz, ganz oben steht und du sagst selbst auch, ja, das Niveau hier ist recht gut, aber wie weit sind wir da vom Niveau her entfernt noch? Ja, das ist schwer zu vergleichen. Also wir haben auf jeden Fall richtig gute Qualität drin. Wir haben viele, viele gute Spieler, auch viele junge Spieler drin, die noch extrem viel Potenzial in sich haben. Aber sonst so dieser Unterschied zwischen Regionalliga, Dritte Liga ist überhaupt nicht groß. Ich sehe es ja auch im Training, wie wir arbeiten, was wir machen, auch von der Intensität des Trainings, ja, von der Häufigkeit und so, da gibt es eigentlich gar keine Unterschiede, muss man wirklich sagen. Und eben, man sieht es an den Beispielen, ob es jetzt Saarbrücken ist oder auch alle anderen Aufsteiger. Auch in den letzten Jahren sieht man eigentlich immer, dass die Aufsteiger in der dritten Liga eigentlich vom ersten Tag an gut mithalten können. Und nicht nur mithalten, sondern teilweise auch im oberen Drittel mitspielen. Und da sieht man einfach, dass die Top-Teams in der Regionalliga, zu denen ich uns natürlich auch mitzähle, in der dritten Liga mithalten können, ohne irgendwie Angst davor zu haben. Weil wir eben gerade über Halle gesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie dich dort damals Fetcher genannt. Stimmt das? Ja, genau. Also es war irgendwie so, ja, wahrscheinlich so ein bisschen der Spitzname im Osten. Erst als ich da hingegangen bin, kam dann irgendwann so dieser Spitzname Fetcher. Den hatte ich aber, um ehrlich zu sein, auch nur dort. Ja, und jetzt bin ich ja jetzt wieder im Süden. Und werde jetzt auch wieder hier Fetschi genannt, was mir, um ehrlich zu sein, auch etwas lieber ist. Ja, das wollte ich dich jetzt gerade fragen, mit der nächsten Frage sozusagen, denn ich habe ja ganz viele Namen aufgezählt, Matthias, Matze, Fetschi, Fetscher und ich habe dich ja schon 12, 13 Fetschinho getauft. Was ist dir denn das Liebste? Ja gut, ich meine, klar, jetzt gerade unter der Mannschaft nennen sie mich alle Fetschi. Im Vornamen werde ich eigentlich ganz, ganz selten angesprochen, wenn eigentlich dann nur in der Familie, von den Eltern, aber ansonsten passt eigentlich, wenn man mich Fetschi nennt, das ist in Ordnung. Ja, aber wenn es weiterhin so gut läuft, dann darfst du mich natürlich auch gerne Fetschinho nennen. Ganz klar. Ja, also jetzt habt ihr wieder erwarten, ja, mal wirklich einen Samstag frei. Auch ansonsten werden ja Testspiele ausgetragen. Das heißt, wir haben gegen Homburg gespielt, wollen auch nächste Woche wieder uns bemühen, dass wir da wieder einen interessanten Gegner bekommen. Was machst du denn jetzt so am Samstagmittag? Ja, gut, ich meine, die Möglichkeiten sind natürlich leider rar. Gibt es nicht viele Sachen, die man jetzt machen kann. Aber gut, ich meine, ich bin mit meiner Freundin hier, wir werden ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen bisschen an die frische Luft gehen, was halt möglich ist. Und ansonsten setze ich mich auch wieder an den Tisch und werde mit meinem Fernstudium da weitermachen, dass ich da dann im Dezember noch eine Prüfung habe, die letzte in diesem Kalenderjahr. Und da würde ich gerne dann auch noch die Prüfung schreiben. Von daher muss ich gucken, dass ich da in den nächsten Wochen da immer wieder ein bisschen was für die Uni mache. Oi, 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 für die Uni, da wird gepaukt. Was ist das für ein Fachbereich? Sport-Business-Management und als nächste Prüfung wäre es dann rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Sport. Eige Witter, wo soll es denn mal hingehen? Was macht man dann sozusagen mit oder nach dieser Ausbildung? Ja gut, da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Man kann da verschiedene Bereiche, ob es jetzt in einem Verein ist oder in einem Sportverband oder selbst normale Unternehmen, die vielleicht irgendwas mit dem Sport zu tun haben. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt im Sportbereich sein. Es sind irgendwelche anderen Unternehmen, Geschäfte, alles, was irgendwo mit Management, Marketing zu tun hat.
Da kann ich mir natürlich dann auch eine Zukunft vorstellen. Also ich sehe schon, hier wächst Uli Hoeneß von Offenbach heran. Kann das sein? Ich glaube, dafür bin ich schon ein paar Jahre zu alt. Nee. Wenn man sieht, wie der, ja, wenn man sieht, wann Uli Hoeneß angefangen hat und wie gut er gearbeitet hat. Aber ja, mal schauen, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Auf jeden Fall soll die Zukunft noch ein bisschen hier in Offenbach stattfinden. Das wünschen wir uns alle und damit sage ich dir ein ganz herzliches Dankeschön. Am Samstagnachmittag genieß sie noch ein bisschen deine freie Tage und nächste Woche werden wir dich dann wieder richtig in Action sehen. Danke, Matthias Fetsch. Dankeschön. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass es nächste Woche wieder richtig mit Fußball weitergeht, dass wir Fußball live übertragen können. Und dann werden wir natürlich für euch hier mit am Start sein. Also insofern schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir für euch da sind. Live in HD und in Farbe. Macht's gut, rot-weiße Grüße. Ciao, ihr Leute.